Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Schön, dass Sie mit uns wieder frühstücken wollen. Bei mir ist heute Gast, und das ist wirklich eine sehr große Freude, Dr. Michael Möskes. Der ist Präsident der Anwaltskammer Sachsen-Anhalt. Ist das richtig? Das ist richtig, ja. Ja, guten Morgen, Herr Möskes. Schön, dass Sie guten da Morgen, sind. Herr Wanderau. Ich freue mich über die Einladung. Ja, was macht die Anwaltskammer in Sachsen-Anhalt, in Magdeburg? Also die Rechtsanwaltskammer Sachsen-Anhalt ist der Zusammenschluss aller Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte hier in unserem Bundesland. Und das heißt, sie vertritt die Interessen der Anwaltschaft gegenüber dem Staat, gegenüber der Landesregierung, gegenüber dem Land. Und sie sorgt auch natürlich dafür, dass wenn mal Mandanten sich beschweren, was ja leider auch vorkommt über Anwälte, dass man auch diesen Beschwerden nachgeht und auch sieht, dass die Anwälte ihre Aufgaben auch ordentlich erledigen. Da haben wir natürlich auch als Anwaltskammer eine Aufgabe dem Gemeinwohl verpflichtet. Also ist auch eine Art Schiedsrichter sozusagen zwischen Bevölkerung und Anwälte, ja, oder zwischen Anwälte und Landesregierung oder Justiz? Oder, also ja, Schiedsrichter kann man sagen, also wir sehen unsere Aufgabe auch darin zu schlichten, wenn mal Streit entstehen sollte zwischen Anwälten und Mandanten, dann können die Kammern, das betrifft nicht nur uns, sondern auch die anderen Kammern in Deutschland, natürlich auch schlichten, einen Streit schlichten. Wenn die Betreffenden das wollen, dann stehen wir da gerne zur Verfügung. Das gehört zu unseren gesetzlichen Aufgaben mit dazu. Wenn ich richtig verstanden habe, dann gibt es in jedem Bundesland so eine Anwaltskammer und eine Bundesvereinigung auch? Richtig, ja. Es gibt in jedem Bundesland mindestens eine Rechtsanwaltskammer. Es ist traditionell so, dass in jedem Oberlandesgerichtsbezirk eine Kammer besteht. Das heißt, in großen Flächenländern gibt es auch mehrere Rechtsanwaltskammern. Und da wir in Sachsen-Anhalt ein Oberlandesgericht haben in Naumburg, ist die Kammer für Naumburg zugleich auch die von Sachsen-Anhalt. Okay. Wie viele Mitglieder sind das in Sachsen-Anhalt? Kann man das beziffern? Ich habe natürlich vor dieser Sendung noch mal nachgeschaut, wie viele Mitglieder wir haben. Ja, aber ich kann Ihnen eine Zirka-Angabe machen, weil das auch mal sich ändert. Also es sind circa 1.900 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte in Sachsen-Anhalt. Das ist eine relativ stabile Zahl, die wir so seit den 90er Jahren so haben. Ist mal etwas mehr, mal etwas weniger, aber ungefähr in dieser Größenordnung. Mhm. Also es ist auch stabil, sagen Sie, auch von der Wende, oder es ist immer gewachsen, sind immer mehr Rechtsanwälte? Also ich habe das Gefühl persönlich, dass immer wieder neue Anwälte sich niederlassen. Das stimmt, der optische Eindruck drängt sich geradezu auf. Mir geht es ganz ähnlich und deswegen habe ich einfach auch nochmal geschaut, wie dann ganz real die Zahlen sind. Also es ist so gewesen, dass in den 90er Jahren, also kurz nach der Wende natürlich, die Zahl der Zulassungen der Anwälte doch deutlich nach oben gestiegen ist. Sie müssen sich vorstellen, in der gesamten DDR vor 1990 waren knapp 600 Rechtsanwälte und Rechtsanwälte tätig. Oh, in der, ja, ganzen DDR. Ganze DDR. Und das sind fünf Bundesländer heute. Das sind heute fünf Bundesländer plus eben das ehemalige Ost-Berlin natürlich, ja, noch. Das heißt, wir hatten knapp 600 Anwälte für gut 16 Millionen Bürger. Und wir haben heute in Sachsen-Anhalt 1.900 Anwälte und Anwältinnen für gut 2,3 Millionen Einwohner. Da sieht man natürlich schon, dass sich da einiges geändert hat. Aber der große Sprung war in den 90er Jahren. Danach ist es relativ stabil geblieben. Ja, wie ist das mit Nachwuchs, wenn wir bei Nachwuchs sind? Also man beschwert sich immer über Nachwuchskräfte, über Fachkräfte, die nicht da bleiben. Wie ist es bei Anwälte? Man kann Jura studieren in Sachsen-Anhalt, in Halle, wenn ich richtig verstehe? In Halle, ja, genau. Ja. Wie ist es, bleiben die Anwälte hier, gehen die weiter? Also es ist ganz unterschiedlich. Wenn man das Studium abgeschlossen hat, man kann hier bei uns in Sachsen-Anhalt in Halle studieren, machen es relativ viele so, dass sie auch in Sachsen-Anhalt bleiben im Referendariat. Bei den Juristen ist es so, um Anwalt zu werden, muss man die Befähigung zum Richteramt haben. Das heißt, die Anwälte haben die gleiche Ausbildung wie ein Richter oder auch wie ein Staatsanwalt. Das gleiche Studium und dann auch das Referendariat, die Referendarzeit. Das gibt es ja auch bei Lehrern ähnlich. Das heißt, sie müssen mehrere Abteilungen absolvieren. Genau. Ich verstehe genau das richtig. Richtig, ja? Also richtig. Sie müssen beim Gericht, bei Anwalt, bei Staatsanwaltschaft einfach so Praktikum, nennt sich das Praktikum? Oder so eine Art Praktikum kann man sagen, genau, dass man im Grunde dann ganz konkret auch Fälle bearbeitet, natürlich unter einer gewissen Anleitung von einem Richter oder einem Staatsanwalt. Das ist im Grunde dazu da, die Kenntnisse, die man im Studium erworben hat, dass man die dann auch in der Praxis anwendet, weil das wirkliche Leben ist ja häufig doch ein anderes als die Theorie. Und deswegen muss man sehen, dass man die Sachen zusammenbringt. Und daher das Referendariat. Und wenn man das hier in Sachsen-Anhalt macht, bei den Gerichten, bei dem
bei dem Verwaltungsgericht, bei den Zivilgerichten, bei der Staatsanwaltschaft, bei den Anwälten natürlich auch. Dann macht man das zweite Staatsexamen. Und wenn man das bestanden hat, hat man die Befähigung zum Richteramt und man kann im Grundsatz gucken, Richter zu werden, Staatsanwalt oder Anwalt zu werden oder auch ganz andere Laufbahnen außerhalb der eigentlichen Justiz einzuschlagen. Oder auch Justiziar bei einer Firma absolut, zu sein. Ja. Also das ist auch dieselbe Ausbildung, ist das richtig? Das ist auch dieselbe Ausbildung und genau, das sind also auch viele Tätigkeitsfelder, bei denen Juristen aktiv sind. Das ist ja sowieso in der Juristerei das große oder der große Vorteil, dass man in relativ vielen Bereichen mitarbeiten kann. Also Sie können im Grunde vom Journalismus angefangen bis zur Richterlaufbahn, also um mal diese Palette einfach nur mal aufzuzeigen, höchst unterschiedlich sein. Sie können sogar auch Dichter werden. Goethe war Jurist und E.T. Hoffmann war Jurist, ja. Um nur einige wenige zu nennen. Ja. Kommen wir vielleicht nochmal auf Magdeburg zurück. Wie hat sich in Magdeburg alles entwickelt? Wie hat sich nach der Wende entwickelt? Auch wie viele Anwälte sind es hier im Vergleich mit anderen Städten? Ist das... Ja, also wir haben hier in Magdeburg, also die Stadt hat sich ja Anfang der 90er Jahre, ich bin ursprünglich aus Niedersachsen hierher gekommen, vor 21 Jahren. Wo genau? In der Nähe von Oldenburg. Oldenburg? Ja, also in der Nähe, so ein relativ kleiner Ort. Und wir haben dann vor 21 Jahren hier Fuß gefasst. Meine Frau kam, die war schon hier sogar, die war etwas vor mir hier. Wir sind hier dann auch zusammengegangen, haben dann... Aber Sie kannten sich vorher schon, oder? Ja, haben sich hier kennengelernt? Nein, vorher schon. Okay. Vorher schon. Wir haben dann auch vier Kinder und die sind alle hier groß geworden, fühlen uns sau wohl hier. Und, aber zurück zu Ihrer Frage natürlich, es hat sich unglaublich viel verändert. Und auch die Anwaltsszene, wenn man das mal als Szene bezeichnen kann, natürlich entsprechend auch zahlenmäßig stark gewachsen, auch in unterschiedlichsten Bereichen. Es gibt ja heute Rechtsgebiete, die hat es kurz nach der Wende oder kurz vor der Wende noch gar nicht gegeben. Zum Beispiel? Zum Beispiel Verwaltungsrecht, ein Bereich, den ich jetzt persönlich stark mache. Oder auch andere Rechtsgebiete, natürlich jetzt auch schaderweise muss man sagen, das Insolvenzrecht, also wenn Firmen pleite gehen. Das ist natürlich dann das Unschöne dabei, aber auch das muss natürlich dann auch geregelt werden mit den entsprechenden Sozialplänen, mit den Beschäftigten, dass das auch alles sozialverträglich läuft. Und das zu organisieren ist eben halt auch eine der Aufgaben der Anwälte. Ja, also man kann auch Fuß fassen als Anwalt in Magdeburg, also der Markt ist groß genug oder ist es übersättigt? Nein, also wir haben hier, ich denke, in Sachsen-Anhalt insgesamt, auch in Magdeburg, eigentlich ein gutes Verhältnis. Es ist ja auch so, man muss ja auch darauf achten, dass die Menschen auch nicht zu lange auf Termine warten müssen. Und auch bei Rechtssachen ist es ja häufig so, dass man relativ schnell auch eine Lösung braucht und auch gute Lösungen natürlich braucht, aber sie müssen auch in einer akzeptablen Zeit geschaffen werden. Und deswegen ist natürlich so ein Zahlenverhältnis, wie wir es im Moment haben, eigentlich ganz vernünftig. Ich sage jetzt mal über den Daumen gepeilt, wenn Sie einen Anwalt haben auf etwa 1000 Einwohner, ist das eigentlich eine günstige Relation für die Bürger, weil man auch einen Experten finden kann. Man kann auch in einer akzeptablen Zeit zu einer Lösung kommen. Man muss nicht lange auf Termine warten. Das sehe ich als ganz großen Vorteil an. Vielleicht können Sie noch mal über einen Fall in Ihrer Karriere erzählen. Ist das möglich oder ist also, das nicht möglich? Es gibt eine Schweigepflicht. Ja, oder? Ja, es gibt eine Schweigepflicht. Da muss man sich auch dran halten. Das ist ganz wichtig. Also ich kann über einzelne Fälle, da bin ich einfach um Verständnis, da kann ich nicht rüber sprechen. Aber gab es spektakuläre Fälle überhaupt hier in Magdeburg? Ja. Gab es auch ganz große, mit vielen Schlagzeilen, wo Sie auch mal involviert waren? Ja, gab es. Es gab Fälle mit Schlagzeilen auch auf der ersten Seite von Zeitungen etwa oder auch im Fernsehen, aber darüber kann ich nicht sprechen, weil es auch natürlich dann auch Fälle sind, wo man als Anwalt... wie das häufig der Fall ist, im Hintergrund auftritt. Viele spektakuläre Sachen kommen aber gar nicht in die Öffentlichkeit rein. Die landen noch gar nicht bei Gericht. Es gibt auch viele Fälle, die man im Vorfeld professionell einfach erledigt, indem man handwerklich solide Arbeit einfach versucht zu machen, wie das viele Kolleginnen und Kollegen machen in Magdeburg und in Sachsen-Anhalt. Wo das gar nicht spektakulär ist. Das Spektakuläre ist häufig vielleicht etwas, was gar nicht so in den Vordergrund tritt. Ja, wir kennen einen ganz prominenten Fall, das ist mit einem ehemaligen Bundespräsident Wolf, was sehr in der Öffentlichkeit war. Und vielleicht war er gut beraten oder nicht gut beraten von den Anwälten.
Können Sie das einschätzen? Da kann ich nichts zu sagen. Ich habe da eine Meinung zu. Ich kann aber die Arbeit von Kolleginnen und Kollegen nicht bewerten. Das darf ich nicht, das möchte ich auch gar nicht. Da bin ich also unverständlich, dass ich da nichts zu sagen kann. Gut, also wir können über keinen Fall reden, aber ich erinnere mich aus meiner Jugend, ich habe immer mal so Anwaltsserien geguckt, wie Matlock zum Beispiel, ja. War ganz beliebt auch. Man muss auch ganz viel reden können, ja. Man muss auch Beweise sammeln. Ist das wirklich so, wie im Fernsehen dargestellt wird? Oder ich habe den Eindruck, man muss nur die Gesetze gut kennen? Die Gesetze müssen Sie gut kennen, das ist also eine Voraussetzung. Allein die Gesetze zu kennen reicht aber auch nicht. Sie müssen auch die Rechtsprechung kennen und auch unterschiedliche Akzente in der Rechtsprechung, die es ja durchaus gibt, auch regional unterschiedlich. Es ist so, im Fernsehen sieht man ja sehr häufig Strafprozesse. Also da wird plädiert und da gibt es irgendwie Mord, Totschlag, alles Mögliche. Das ist natürlich ein Teil der Realität. Viele Anwälte beschäftigen sich aber gar nicht mit Strafrecht. Eine Reihe von Kollegen machen das selbstverständlich. Und wenn Sie sich dann mal anschauen, ich habe so den Eindruck, dass es im Fernsehen anders dargestellt wird, als es in der Realität ist. Und noch ein Unterschied ist, wenn Sie amerikanische Anwaltsserien gucken, die sind noch anders. Weil das amerikanische Rechtssystem gerade im Strafrecht auch anders ausgeprägt ist. Also Sie haben im angloamerikanischen, es ist in England ähnlich, also im angloamerikanischen Bereich haben Sie als Anwalt eine viel stärkere Rolle als bei uns. Was daran liegt, dass Sie dort sagen, naja, der Anwalt muss eben gucken, dass die ganzen Tatsachen auf den Tisch des Hauses gelangen. Diesen Ansatz hat man hier in der Form nicht. In der Realität nähert sich das aber manchmal schon relativ nah an, muss man sagen. Ich persönlich, mir ging das so, ich hatte vor 30, 40 Jahren, da gab es auch so eine Anwaltsserie, Petrocelli, x Jahre her, kennt keiner mehr. Und das hat mich eigentlich auch mit motiviert, auch Anwalt zu werden, muss ich ganz ehrlich sagen. Also so ein, im Grunde der Einsatz für den Mandanten, egal in welchem Gebiet, auch aktiv sein, findig sein. Und dann auch die Interessen vertreten, auch gegen den Staat, weil wir Anwälte sind staatsfern. Ja, das heißt, deswegen haben wir auch eine Anwaltskammer, die Anwälte eben organisiert und dafür sorgt, dass wir vom Staat unabhängig sind. Im deutschen Fernsehen gibt es auch mittlerweile ganz viele Reality-Shows über Anwälte oder über Gerichte, wo ganz viele Sachen da am Nachmittag erzählt wird. Wie sehen Sie das? Was ist das für eine Entwicklung? Ist das gut für die Anwaltschaft, ist das gut für die Bevölkerung, dass sie ein bisschen verstehen, worum es geht, oder ist es nur Show? Es ist eine Mischung aus beiden, würde ich sagen. Also ich würde das gar nicht unbedingt jetzt so abtun und sagen, das ist nur Show. Da ist auch einiges dabei, wo ich sage, das ist in der Realität durchaus vorhanden. Aber man hat schon den Eindruck, wenn man sich so einige Serien anguckt, dass man doch, die Darsteller das doch sehr schauspielern. Aber so, wenn ich mir so den einen oder anderen Richter angucke, gibt ja auch die eine oder andere Serie, wo richtige Richter Mann auftreten. Und Frau, ja. Ja, Mann und Frau, ja. Da habe ich schon den Eindruck, dass das ziemlich professionell ist. Also das, wenn ich das so sagen kann. Also man merkt dann schon, dass das Richter sind. Und das kommt dann relativ nah. Das heißt, Sie haben auch ein bisschen Freizeit, dass Sie sich auch anschauen können, solche Serien? Wie soll ich das verstehen jetzt? Ich habe manchmal auch Freizeit, aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, meine Kinder, die gucken sich das ganz gern mal an. Wenn dann häufig im Urlaub, sage ich mal, dann ist das auch ganz beliebt. Ich selber habe das gar nicht so häufig gesehen. Was ich gesehen habe, fand ich aber so schlecht auch nicht, muss ich wirklich sagen. Ja. Sie sagen 4 Kinder in Magdeburg. Wie ist es als Familie in Magdeburg zu leben? Klasse. Also wir fühlen uns sauwohl hier. Und wie alt sind die Kinder? Der Älteste ist 17 und dann geht das runter bis 11. Ah ja. Und wie ist die Entwicklung? Also sind alle jetzt echte Magdeburger? Sie fühlen sich hier zu Hause? Ja, klar, die sind alle hier geboren und die haben hier ihre Freunde. Und klar, natürlich, sind echte Magdeburger, wie wir ja mittlerweile auch sind. Und also da kann ich nur sagen, klasse. Ja, Sie haben auch eine der schönsten Arbeitsplätze in Magdeburg, kann man so sagen. Ihre Kanzlei ist auf dem Domplatz. Ja, stimmt, ja. Sie machen das Schöne, das weiß ich nicht, aber ja. Also der Blick ist schon ausgezeichnet, glaube ich. Auf dem Dom immer zu gucken, ist schon was Besonderes.
Klar, ich meine, es motiviert für die Arbeit natürlich auch. Beflügelt auch. Es beflügelt auch und man hat die Gedanken auch relativ frei, um auch Sachen zu entwickeln, um auch kreative Lösungen einfach dann auch wirklich anzubieten und das braucht man auch. Ihre Kanzlei, wie viele Mitarbeiter oder wie viele Kollegen haben Sie da? Also wir sind insgesamt 6 Anwältinnen und Anwälte und dann haben wir noch Mitarbeiterinnen, die dann uns zuarbeiten, also knapp 10 Leute sind wir insgesamt. Wenn ich richtig weiß, Magdeburg war Ihnen nicht genug, sondern sind Sie auch ein bisschen nach Berlin, Richtung Berlin expandiert. Ist das richtig? Also wir haben in Berlin eine Zweigstelle, das stimmt, weil auch einige unserer Mandanten dort oder im Berliner Umfeld tätig sind. Und wir wollen natürlich dann uns auch mit den Wünschen unserer Mandanten entsprechend anpassen und dann auch sehen, dass man da auch ganz vor Ort dann auch eine Beratung anbieten kann. Das haben wir jetzt vor kurzem, vor ein paar Monaten auch angepackt und sind von da aus auch in der Lage, dann auch den grenznahen Bereich in Polen auch zu beackern. Und da haben wir das eine oder andere in der Pipeline. Wenn ich auch richtig weiß, ein Anwalt muss sich immer weiterbilden, muss immer alle Gesetze auf dem neuesten Stand. Und macht man auch neue Ausbildungen wie Sie, vielleicht auch als Mediator, wenn ich richtig gesehen habe, sind Sie jetzt auch Mediator und Sie coachen auch Mediatoren. Warum macht man das und wieso kommen Sie dazu? Also coachen, Mediatoren, das mache ich nicht. Ich habe selber eine Ausbildung gemacht im letzten Jahr. Es ist einfach so, ich habe wie andere Kollegen auch gute Erfahrungen gemacht mit dem Bereich, weil es dazu führt, dass man sehr schnell zu guten Lösungen kommt. Es gibt keine Garantie für Erfolg, ist klar. Aber es ist so, dass die Mediationsverfahren relativ schnell erledigt werden. In meisten Fällen auch kostengünstiger als gerichtliche Verfahren. Und mit Lösungen, mit denen die Beteiligten eher einverstanden sind, die Probleme wirklich löst als gerichtliche Prozesse einfach. Und aus diesem Grund habe ich das gemacht und ich muss sagen, das ist eine Sache, die kann ich nur empfehlen. Es sollten auch noch mehr Anwälte das machen. Und auch die Bürger sollten davon noch viel mehr Gebrauch machen. Das ist eine Sache, die ist im Werden, die ist noch relativ frisch. Aber ich muss sagen, die Erfahrung, die ich persönlich bisher damit gemacht habe, da gebe ich jetzt einfach nur das wieder, wie die Mandanten das empfunden haben. Das ist eigentlich sehr gut. Das heißt auch indirekt, die Gerichte müssen sich warm anziehen, weil keine Fälle mehr zu bearbeiten sind? Nein, also Fälle, denke ich mal, gibt es genug. Es gibt ja auch die gerichtsnahe Mediation, es gibt ja sogar im Gericht eine Mediation, weil auch die Gerichte erkannt haben, dass selbst da das Sinn macht. Entsprechend sind auch die Gesetzlichkeiten in den letzten Jahren da verändert worden in die Richtung. Und ob wir jetzt nun einen Richter haben als Mediator oder einen Anwalt als Mediator, da kann ich nur sagen, es ist in beiden Fällen eine vernünftige Sache. Es ist natürlich so, wenn Sie es schaffen, ein Gerichtsverfahren zu vermeiden, oder um es zu schaffen, ein Gerichtsverfahren zu vermeiden, ist es wahrscheinlich am besten, wenn man eine anwaltliche Mediation macht. Da trifft man sich, da ist ein Mediator da, der völlig unabhängig ist, der sozusagen auf die Interessen aller Parteien achtet, allparteilich ist. Und wenn natürlich der Betreffende dann noch anwaltlich begleitet wird, dann haben Sie eigentlich die Gewähr, dass es eine gute Lösung gibt, die am Ende auch für die Rechtsordnung Bestand hat. Also da kann ich also nur sagen, es gibt unzählig viele spektakuläre Sachen, die häufig im zwischenmenschlichen Bereich stattfinden, die man gar nicht darstellen kann und wo dann ein gerichtliches Verfahren nicht die Lösung ist, sondern wo die Lösung auf einer anderen Ebene gefunden werden muss, die aber auch rechtlich ist, aber nicht nur. Wo steht Sachsen-Anhalt, wenn man so die Fälle anschaut? Gibt es besonders viel hier oder gibt es vielleicht in anderen Bundesländern weniger, mehr? Wo stehen wir überhaupt? Ich habe den Eindruck, dass insgesamt die Fälle sich nicht groß unterscheidet von anderen Bundesländern. Also in die Statistiken im Hinblick auf Straftaten, die habe ich jetzt nicht so genau im Kopf. Aber ich denke mal, da sind wir nicht besonders übel, in Anführungsstrichen. Das hat sich doch im Grunde auch im Strafrecht gibt es natürlich relativ spektakuläre Sachen. Wenn Sie mal an Asylbewerber denken, vor einigen Jahren jemand zu Tode gekommen ist oder vor vielen, vielen Jahren immer so diese Taten mit rechtsextremem Hintergrund.
Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, das tut einem wirklich weh, wenn man das sieht, weil das wird Sachsen-Anhalt überhaupt nicht gerecht. Und ich sage auch ich werde übrigens jedes Mal, wenn ich irgendwo außerhalb von Sachsen-Anhalt bin, auf solche Vorkommnisse angesprochen. Auch wenn die Jahrzehnte zurückliegen. Denken Sie mal an die Pfingstkrawalle 1993 war es. Genau. Das ist 20 Jahre her, aber ich erlebe das heute noch, dass ich darauf angesprochen werde. Sie kommen doch aus Magdeburg, wie ist denn das? Und Ist da nicht dein Problem? Da kann ich nur sagen, nein, das ist so nicht. Das sind diese spektakulären Dinge, die das Land in ein schlechtes Licht bringen. Und das ist etwas, was mir wirklich wehtut, weil das einfach ungerecht ist und dem Land überhaupt nicht gerecht wird. Das führt nur dazu, dass dann auch Investoren sagen, wie kann ich Mitarbeitern aus Amerika oder aus anderen Ländern, die eine andere Hautfarbe haben, oder aus Indien, wie kann ich die im IT-Bereich gewinnen, dass die hier auch sesshaft werden, dass die kreativ an Lösungen mitwirken. Wenn wirklich solche Taten passieren, ist einfach inakzeptabel. Aber da denke ich mal, da muss Sachsen-Anhalt eben auch im Image stark dran arbeiten. Weil wenn sich einmal so ein Vorurteil verfestigt hat, dann fällt es ganz schwer, dagegen anzukommen. Und das ist etwas, da möchte ich natürlich auch meinen Beitrag dazu leisten, soweit das möglich ist. Ja, war neulich auch in der Presse zu lesen, dass Magdeburg die Zahlen der Straftaten zugenommen hat und auch auf Platz Nummer 1 ist, sozusagen bundesweit. Ist das wirklich so? Ich habe den Eindruck, manchmal sind die Statistiken auch ein bisschen so, kann man die hin und her schieben. Ja, also ich sag mal, Sie kennen ja den Spruch von Churchill über Statistiken. Ich will das jetzt gar nicht bemühen. Das reale Empfinden ist vielleicht doch persönlich ein anderes, aber das ist subjektiv. Ich will die Statistiken gar nicht in Zweifel ziehen. Also wir haben da sicherlich Handlungsbedarf, aber das finden Sie in anderen Großstädten auch. Ja, und ich will das nicht verniedlichen. Ich sage nur, man muss das einfach sehen als Thema. Aber das ist nicht repräsentativ für Magdeburg. Und wir müssen das natürlich als Sachsen-Anhalt insgesamt anpacken, das Thema. Und da ist die Anwaltschaft natürlich auch dabei. Wobei wir vertreten natürlich dann auch die Täter, ne? muss man klar sagen. Gibt es da Grenzen, wo Sie sagen, nee, diese Täter werde ich nicht vertreten? Ich persönlich sehe das so, mache das dann auch nicht. Aber das sind Entscheidungen, die muss jeder Anwalt mit sich ausmachen. Das sind dann auch Gewissensentscheidungen irgendwo. Aber eins ist natürlich klar, wir müssen einfach sehen, dass wir in einem Rechtsstaat leben. Und Rechtsstaat heißt auch, der Täter hat einen Anspruch auf ein rechtsstaatliches Verfahren. Und die Anwaltschaft sorgt dafür, dass das auch passiert. Und ob man die Leute dann persönlich mag, ist eine ganz andere Frage. Aber darum geht es auch nicht. Gibt es noch diesen ganzen alten Ansatz in einem Zweifel für den Angeklagten? Ist das immer noch aktuell? Ja, natürlich. Wird das immer noch so praktiziert? Ja. Weil man hat den Eindruck, manchmal in den Medien wird viel darüber diskutiert, vorher schon, und ein Mensch wird verurteilt im Vorfeld, obwohl im Nachhinein sich herausstellt, dass er gar nicht damit zu tun hat oder gar nicht so schlimm war. Prominenter Fall Bundespräsident Wolf, also das ist... Herr Bandenhaus, Sie sprechen da ein ganz wichtiges Thema an. Es ist natürlich so, vom Gesetz her gibt es diesen Grundsatz im Zweifel für den Angeklagten, lateinisch in dubio pro reo, hat Verfassungsrang sogar dieser Grundsatz, klar. Auf der anderen Seite erlebt man das natürlich relativ häufig, dass doch eine Art von Vorverurteilung stattfindet. Also gerade in den in Anführungsstrichen spektakulären Dingen. Die Vorverurteilung, man redet über Fälle, die Presse, die Medien haben natürlich dann auch eine Meinung. Ich will das gar nicht jetzt in Abrede stellen, dass Medien auch in der Meinungsbildung natürlich mitwirken dürfen und müssen, klar. Es ist ein sehr zweischneidiges Schwert. Aber es wird mehr auf Skandal geguckt, als vielleicht, ob die Wahrheit entspricht oder ob das wirklich rechtswidrig ist. Es ist verdammt schwierig, einmal, wenn sich etwas in die Welt gesetzt hat und man sich dann herausstellt, da ist nichts dran, das zu korrigieren. Das ist extrem schwierig. Und da hat natürlich auch die Staatsanwaltschaft, die ja auch über bestimmte Verfahren informieren dürfen, auch eine hohe Verantwortung, muss man sagen.
Ich sehe das manchmal recht kritisch, was die Staatsanwaltschaft in Deutschland, sage ich mal ganz allgemein, da macht. In Amerika sowieso, nicht? Also da gibt es ja auch die Fälle, dass jemand in Handschellen, der noch gar nicht verurteilt ist, in Handschellen vorgeführt wird von der Staatsanwaltschaft zum Prozess. Das ist etwas, das gäbe es bei uns nicht, aber wir haben natürlich auch andere Formen der Vorverurteilung. Und da hat die Staatsanwaltschaft und auch die Medien eine ganz wichtige Aufgabe, deutlich zu machen, dass das kein Urteil ist, sondern dass wir nur ein Verfahren führen, ein Ermittlungsverfahren. Aber wird irgendwann in Deutschland so wie in Amerika, schätzen Sie, dass das möglich ist überhaupt? Weil ich habe den Eindruck, es wird immer Schlagzeilen produziert und dahinter steht vielleicht nicht immer die Wahrheit. Ich glaube, dass wir uns doch relativ dem Amerikanischen annähern. Und das ist keine gute Entwicklung in der Hinsicht. Ich meine, dass man da wirklich sehr sensibel auch sein muss. Und nehmen Sie mal den Fall, dass jemand, ich will das gar nicht jetzt verteidigen, da hat jemand ein Verfahren begangen und es findet eine Horchdurchsuchung statt und das Fernsehteam steht daneben und filmt das Ganze. Das ist etwas, was ich persönlich nicht akzeptabel finde, weil das dann auch mit den Persönlichkeitsrechten kollidiert. Und da weiß ich nicht, ob man da nicht übers Ziel hinausgeschossen ist. Das ist unverhältnismäßig, meines Erachtens. Jetzt kommen wir nochmal zurück zu Michael Möskes privat vielleicht. Also wir haben gehört, 4 Kinder. Ist da noch Zeit für sich, für Freizeit? Haben Sie noch Hobbys? Was machen Sie in Ihrer Freizeit, wenn Sie die haben? Naja, ich wandere sehr gern. Das ist eines der Hobbys, was ich habe. Ich interessiere mich ansonsten auch für andere Dinge als Juristerei, für Geschichte beispielsweise. Ich reise auch sehr gerne. Und ich weiß, dass Sie ein Lieblingsland haben, Italien. Sind Sie seit 20 Jahren dort jedes Jahr? Ja, ich fahre da immer sehr gerne hin. USA auch. Ja, beides gleichermaßen, muss ich sagen. Und nein, also da gibt es schon Möglichkeiten, die Freizeit zu verbringen, aber so viel Freizeit haben wir leider nicht. Oder zu viele Hobbys haben Sie dafür keine Zeit, oder? Nicht wirklich. Ja. Wie viel arbeitet ein Anwalt am Tag? Kann man das beziffern? Ich weiß, dass ich arbeite auch auf dem Domplatz. Ich sehe manchmal um 22 Uhr Licht bei Ihnen. Ja, also das kommt schon vor, ja. Ich würde mal sagen, 14, 15 Stunden am Tag schon. Am Wochenende einen Tag frei und einen Tag am Wochenende, wo man 4-5 Stunden vielleicht im Schnitt. Aber das gibt dann. Ja, also ist ein harter Job. Manche Leute stellen sich vor, naja, der liest ein bisschen nach und dann Anwälte haben ein paar Tricks, die anwenden können und dann wird schon gewonnen. Naja, ich meine, Sie können. Man stellt sich so vor, mindestens. Ja, Sie können natürlich keinen Joker mal eben aus dem Ärmel ziehen. Wenn Sie einen Joker haben, müssen Sie den ja erstmal produzieren. Das ist also kein Matlock. Nein, also das ist vielleicht das Idealbild, wenn man so will. Aber ich glaube, das ist sehr schwierig. Wenn Sie das Glück haben, auch bei solchen Recherchen so etwas zu finden, das ist relativ selten. Das ist so selten, dass das Fernsehen irgendwann vor Jahren entschieden hat, auch darüber Fernsehserien zu machen. Und deswegen, es zeigt eigentlich, dass es nicht die Realität ist. Es ist viel harte Arbeit, wo Sie auch Urteile lesen müssen, studieren müssen. Sie müssen gucken in den Akten, wie sind die Zusammenhänge. Und daraus müssen Sie dann irgendwie ein Konzept entwickeln, was halt auch dann irgendwie erfolgreich ist. Was würden Sie einem jungen Menschen sagen, der Jura studieren soll? Warum soll er das machen? Warum lohnt sich ein Anwalt zu sein? Also erstmal Jura als Fach ist unglaublich vielschichtig. Sie können da unglaublich viele Bereiche erschließen. Also Sie können Schnittstellen haben zur Psychologie, Sie können Schnittstellen haben zur Politik, Sie können Schnittstellen haben in die Werbung, in die Medien hinein, in die Technik, in den Bereich IT, in den Bereich Patente. Also alles, was uns umgibt, alles, was Sie hier sehen, ist alles Recht im Grunde. Also dieses Haus, Ihr Hintergrund, die Bäume, warum gibt es da Bäume, warum ist das zulässig, warum fährt da die Straßenbahn, warum ist das Haus 5 Stockwerke hoch und nicht 2. Das hat alles rechtliche Gründe. Warum wird das Brot so angeboten, dass links das ist, rechts das ist, warum sind die Preise ausgeschüttet, alles rechtlich. Ich will damit nur sagen, Sie können damit unglaublich viel auch im Alltag erschließen. Das für Jura erstmal als Fach, kleine Werbung muss auch mal sein für Jura. Und das Zweite ist natürlich Anwalt. Der Anwalt ist natürlich derjenige oder diejenige, wo man sich dann einsetzt für die Mandanten, für das
für den Einzelnen, ja, dass sie sich für den Einzelnen stark machen gegen organisierte Interessen, ob es der Staat ist oder sonstige große organisierte Interessen. Das, denke ich mal, ist sehr lohnenswert. Und vielleicht ein dritter Bereich, dass sie eben auch sehen, dass man irgendwie Entscheidungen auch strukturieren kann, dass sie auch Konsensentscheidungen finden, wo jeder mitgehen kann durch logische Überlegungen, dadurch, dass es einfach vernünftig ist. Also es ist unglaublich vielschichtig, auch als Anwalt. Nicht? Anwalt ist ja nicht nur auf Krawall gebürstet, sondern es gibt eben vieles, was gar nicht zu Gericht kommt, sondern anders geregelt wird im Vorfeld. Ja, meine Damen und Herren, Sie haben ein Plädoyer jetzt gehört von einem Anwalt für seinen Beruf. Das ist sehr spannend gewesen, lieber Dr. Möskes, aber die Zeit ist schon um. Die halbe Stunde ist ganz schnell vergangen. Herzlichen Dank fürs Kommen. Ich hoffe, dass Sie uns weiterhin so gut vertreten, auch das Land Sachsen-Anhalt. Ich habe für Sie eine Kleinigkeit hier, auch wenn Sie nicht mehr neu in Magdeburg sind. Es ist ein Magazin für die neuen Magdeburger. Sehr schön. Und das können Sie immer noch ein paar schöne Ecken erfahren und entdecken. Und natürlich eine Kaiserkrönungsmedaille für Sie. 1051 Jahre Kaiserkrönung von Kaiser Otto. Vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank Ihnen, meine Damen und Herren, dass Sie zugeschaut haben. Und wir sehen uns bestimmt wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dankeschön. Ja, vielen Dank.